Herzlich willkommen zusammen zurück auf unserem Community-Server, heute zu einem Hof-Update-Video. Ja, in der Vergangenheit habt ihr in so gut wie jedem Video meinen Hof gesehen und was ich so tue, aber die anderen Höfe habt ihr nicht gesehen. Dort hat sich auch einiges getan, wurde einiges neu gebaut und ich möchte heute gemeinsam mit euch von Hof zu Hof gehen und die ganzen Neuerungen anschauen. Gut, von der BGA habt ihr schon viel mitbekommen, aber auch dort gibt es neue Dinge, die ihr noch nicht gesehen habt. Kurz zu meinem Hof, ich bin hier gerade dabei, Heu zu machen. Ist schon alles geschwadet, muss nur noch die Wiese hier muss noch geschwadet werden. Und dann kann das Ganze gepresst werden. Soweit hier unsere Kartoffeln und der Hafer, ist alles schön am Wachsen. Würde ich sagen, wir schauen mal direkt zu einem Hof, wo sich richtig viel getan hat. Und zwar zu Bennys Hof. Der hat jetzt hier, ihr kennt das Grundstück, da war sein komisch krummer Zaun. Er hat das hier alles abgerissen und hat sich hier eine Getreidemühle hingebaut. Und ich sehe hier, steht schon alles voll mit Mehl. Ja, und hier nebenan hat er sich ein Grundstück gekauft. Das ist übrigens hier mein Heu noch. Hinten hat er sich ein Grundstück gekauft und hat dort jetzt ganz viele Gewächshäuser gebaut. Der produziert hier richtig viel Zeugs. Hier hat er Gewächshäuser. Ich glaube, in allen sind Erdbeeren drin. Und hier hinten hat er sogar noch ein paar Bienenkästen. Ich kann euch gleich auch so ein bisschen was zu seinen Plänen sagen. Ja genau, sieht überall nach Erdbeeren aus. Hier zwischendrin mäht er immer mit so einem Profi-Hopper, so einem kleinen Rasenmäher. Vielleicht sehen wir den gleich noch. Ah ja, genau, da steht er schon. Mit dem hier ist er immer fleißig unterwegs und tut das ganze Sache hier mähen. Ja, er hat hier sich zwei Maschinenhallen gebaut. Hier hat er zwei Silos, wo er Silage drin macht. Und generell, was ihm so an Land gehört, ist hier oben, das hatte er schon lang. Das hier hat er sich jetzt gekauft und hier hinten hat er sich auch noch was gekauft. Und das war es, was er aktuell besitzt und was er aktuell bewirtschaftet. Ja, er hat jetzt die Getreidemühle. Er hat Zuckerrüben. Die möchte er anbauen. Er möchte sich eine Zuckerfabrik bauen und er möchte sich eine Bäckerei bauen und eine Käserei, Molkerei und dann da quasi die ganzen Produkte, die es da gibt, herstellen. Deshalb produziert er hier fleißig Erdbeeren, damit er die in seiner Bäckerei verarbeiten kann, beziehungsweise die Bäckerei, die muss er gar nicht mehr bauen, die hat er schon gekauft hier, ja genau, so hat er das gemacht. Ja, das ist soweit, wie es aktuell bei ihm ausschaut. Dann gibt es noch Evergreen, also Marcos Hof. Ihr seht schon, der hat hier unten jetzt alles im Besitz. Hier und da hinten. Genau, ich selbst habe auch noch hier oben was gekauft, aber das habt ihr auch schon mitbekommen. Und dann gibt es noch die Farm René, die die Biogasanlage betreibt. Ich würde sagen, bevor wir Marcos Hof genauer anschauen, schauen wir schnell nochmal bei der Biogasanlage vorbei und was da jetzt alles dazugehört. Genau, da wurde sich inzwischen hier unten die Schreinerei gekauft und hier oben das Sägewerk. Und die sind beide auch relativ voll und gut am Laufen. Die Schafe, die hatte er seither schon und hat damit Getreidemühle nicht, aber die Spinnerei beliefert. Und er hat hier noch eine eigene Spinnerei, die können wir eigentlich kurz mal besuchen. Spinnerei und eine Näherei hat er auch noch. Ich sehe hier gerade, der müsste bald mal wieder die ganzen Sachen verteilen. Aber soweit scheint es den Schafen hier sehr gut zu gehen. Ja, hier ist ein Silo und prinzipiell
hat er dieses Jahr ziemlich viel Mais angebaut, gerade weil er halt auch Besitzer der BGA ist. Also, wir haben hier oben Mais, wir haben hier Mais und hier Mais und... Ne, das ist... Doch, das ist auch Mais hier, die 9. Die kürt ihm aber nicht, aber vielleicht macht er die als Lohnauftrag. Würde sich, glaube ich, für ihn richtig gut anbieten, wenn er das dann vielleicht kostenlos an der BGA bekommt. Ja, bei ihm wird dann quasi dieses Jahr die große Maisparty stattfinden. Und, ui, jetzt hat er alle Zuckerrüben geschnitzelt. Hier läuft soweit alles. Er hat auch schon alle Silage, die ich ihm jetzt geliefert habe, wieder reingepackt. Wir haben ja zuletzt 400.000 Liter geliefert. Die lagen bis gestern noch hier als Ballen. Die ganzen Zuckerrüben lagen hier. Die hat er jetzt alle hier geschnitzelt und kann die dann auch verbrauchen. Ja, also bei ihm läuft das Ganze hier. Volllast. So. Ich denke, ich habe soweit alles gezeigt von seinem Hof. Dann können wir noch mal Evergreen anschauen. Genau, er hat hier Felder nachgekauft. Und hier unten auch. Und hier unten hat er auch einiges zusätzlich gebaut. Ihr seht hier schon, er hat sich hier ein eigenes Sägewerk gebaut. Ein Sägewerk und eine Schreinerei, wo er quasi sein eigenes Holz weiterverarbeiten kann. Er hat hier Bäume angepflanzt, so außenrum. Da hinten hat er Bäume angepflanzt, das weiß ich. An der Betonmauer entlang. Und dann auf alle Fälle noch hier hinten. Auch am Zaun entlang oder an der Grundstücksgrenze entlang. Ah, ich sehe, hier hoch hat er auch noch Bäume angepflanzt. Ja, der steigt so richtig groß ins Holzgeschäft ein. Und es gibt ja auch, ihr seht es da ganz hinten in der Ferne, da stehen auch noch Bäume. Ich glaube, die gehören auch zu seinem Grundstück. Die standen schon, bevor er es gekauft hat. Die hat der Vorbesitzer angepflanzt. Ah ja, genau, hier sind die Bäume, die sind sogar schon relativ groß. Das ist eine amerikanische Ulme. Gut, man kann sie noch wachsen lassen, aber die kann auch schon bald ernten, denke ich mal. Und auch in Richtung Tieren ist er, ja, sage ich mal, richtig gut gewachsen. Er hat sich hier noch eine Schafweide gegönnt. Ist eine Mod, gefällt mir aber auch richtig, richtig gut. Hier so ein, ja, etwas älterer, modriger Zaun, der gerade noch so hält. Wo hier dann, ja, eine Menge Wolle produziert wird. Sein Anhänger, hier seine erste Schaffarm, die er hatte. Seine Maschinenhallen. Und da hinten sind noch seine Gewächshäuser, die kennt ihr. Jetzt muss ich mal kurz schauen, weil er wollte irgendwann da hinten mal ein Silo bauen. Nee, das hat er nicht gebaut. Aber aus dem Grundstück hier kann er noch einiges machen. So, ich gehe mal kurz hier hin. Gut, er braucht auch für seine Schafe kein Silo. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich weiß noch, dass wir hier standen, gequatscht haben und er hier ein Silo hinbauen wollte. Muss ich ihn vielleicht nochmal fragen? Ja, auf seinen Feldern. Er hat verschiedene Früchte angebaut. Sehen wir ja hier. Teil ist auch schon geerntet bzw. wieder neu angesät. Die Wiese hier gehört ihm, wo er dann immer richtig viel. Ja, Gras mähen kann für seine Wolle. Und dann gibt es noch einen Punkt. Der ist natürlich auf meinem Feld. Da müssen wir mal schnell hin. Und zwar, ihr seht es hier unten schon. Wir haben ja vor längerem Kiefern angepflanzt. Und ich habe jetzt festgestellt, die sind jetzt gewachsen, die sind groß geworden. Also noch nicht richtig groß, aber
Sie sind schon mal, ja, haben eine stattliche Größe, mehr als Mannshöhe. Gefällt mir das Ganze hier. Ja, hier zwischendrin könnte ich auch mähen, aber ja, das wird eher eine Katastrophe. Gut, wenn ich Bennys Rasenmäher ausleihe, ja, dann würde das gehen, aber ansonsten, wir lassen das einfach schön den Rehen hier, damit die hier auch sich's gemütlich drin machen können. Na okay, ich will sie nicht verscheuchen. Sehen wir uns schnell mal wieder zurück. Soweit, so gut. Ich hoffe, ich habe jetzt so das Wichtigste, was sich getan hat, was neu hinzugekommen ist, alles gezeigt. Und falls ihr jetzt Fragen habt, stellt die einfach mal in die Kommentare, dann werde ich das in einem der nächsten Videos beantworten oder vielleicht direkt auf euren Kommentar. Ich denke, für dieses Video war es das. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.